Ja, dann fange ich mal an. Ich bin Martin Lai von Tarent und ich erzähle euch heute etwas über Microservices mit DropWizard. Ich werde zwischendurch immer mal wieder zwischen Browser und Entwicklungsumgebung und Präsentation hin und her switchen, um euch das live zu zeigen, was ich da mache. So, erstmal kurz einen Überblick, wie mein Vortrag aufgebaut ist. Erstmal erzähle ich, was sind Microservices überhaupt? Und ja, danach geht es schon los mit DropWizard. Wie mache ich mir so ein DropWizard-Projekt auf? Wie konfiguriere ich das? Wie implementiere ich einen REST-Service? Wie mache ich Persistenz? Templating erzähle ich noch ein bisschen was zu. Dann, was DropWizard sonst noch so kann, Metriken, Health-Checks und wie wir da unser Identity und Access Management OSIAM integriert haben. So, was sind Microservices? Das sind halt ganz kleine Dienste, die halt nur genau eine Aufgabe haben. Und ja, jeder Microservices hat halt so, je nachdem, was er braucht, einen kompletten Stack aus Datenbank, Business-Logik und GUI. Und ja, sie sind klein genug, dass man sie quasi komplett im Kopf behalten kann. Nicht so ein großer Monolith im JBoss oder sowas. Und halt auch klein genug, dass ich, wenn ich refactoren muss oder dass ich ihn auch mal eben neu schreiben kann mit ja, mäßigem oder halt berechenbaren Zeitaufwand. Und jetzt das Interessante, kommt ohne Applikationsserver aus. Das heißt, ich brauche jetzt keinen Tomcat oder JBoss als Laufzeitumgebung, sondern nur eine Java-Laufzeitumgebung. So, mehr zu den Microservices erzählt mein Kollege Sebastian im Anschluss an meinen Vortrag. Der erzählt noch so ein bisschen, warum man das macht, was sind die Vorteile, was sind die Risiken. Ist auch ganz interessant, also wer sich dafür dann noch mehr interessiert, kann dann einfach sitzen bleiben oder 15.15 Uhr wiederkommen und sich den Vortrag anhören. Ja, DropWizard ist ein Java-Framework, um REST-Anwendungen zu schreiben. Und ja, die ganze Anwendung, die man schreibt, wird als einzelnes Jar paketiert, dass ich einfach mit Java-Jar starten kann und dann läuft der Service. Der Ganze startet dann auch in wenigen Sekunden. Nicht irgendwie, wenn ich eine große Anwendung in JBoss deploy, das dauert dann erstmal ein paar Minuten, bis entweder der Applikationsserver gestartet ist oder die Anwendung neu deployed. Und es gibt eine zentrale Konfigurationsdatei für alles, was DropWizard so unterstützt. Nicht irgendwie hier eine Persistenz-XML und eine Hibernate-XML und noch 1000 weitere Property-Dateien für Logging und so weiter. Das ist alles in einer zentralen Datei abgelegt. So, was ist DropWizard noch? Also bringt ein paar Standardbibliotheken mit, die man so als Java-Entwickler wahrscheinlich kennt. Jetty für den HTTP-Server, Jersey als REST-Server auf Jetty, Jackson, um JSON zu parsen und zu generieren, Matrix, um so Metriken zu erstellen, wie lange hat jetzt der Aufruf einer REST-Ressource gedauert, und das kann man sich dann nachher noch der Admin-Oberfläche anschauen, Hibernate für Persistenz, Logging und noch ein paar andere Sachen. So, wie mache ich mir jetzt ein neues DropWizard-Projekt? Also, ich benutze Maven und da legt man sich einfach ein neues Maven-Projekt an und trägt die DropWizard-Dependencies ein. Kann ich mal gerade in der IDE zeigen. Das sind jetzt hier die Core-Abhängigkeit, dann benutze ich bei meinem Demo-Projekt noch Hibernate und DropWizard Views für das Templating. Und ja, weil ich jetzt hier bei Hibernate eine HSKLDB benutze, habe ich die auch noch mit drin. So, damit ich das Ganze nachher als einzelnes Jar habe, wo allem weiteren Abhängigkeiten drin sind, muss man das Shade-Plugin konfigurieren. Das zeige ich auch mal kurz. Das ist
im Prinzip das einzig Wichtige ist halt hier, da trage ich meine Main-Klasse ein, die gestartet werden soll, die dann den Service startet. So, als nächstes eine Konfigurationsdatei. Am besten nimmt man sich irgendein Template dafür, wo schon der HTTP-Server vorkonfiguriert ist. Kann ich auch gerade mal zeigen. Das ist so eine YAML-Datei. Hier ist der HTTP-Server konfiguriert, läuft auf Port 8443. Und wenn ich das habe, dann kann ich auch schon meine Service-Klasse anlegen, also diese Hauptklasse, die ich im Shade-Plugin konfiguriert habe. Das ist im Prinzip die leitet von der Service-Klasse ab, hat eine Main-Methode. Moment, hier oben, die dann die Klasse initialisiert und aufruft und dann auch so ein paar Sachen konfiguriert. Zum Beispiel kann ich hier den Namen vom Service festlegen und sagen, unter welchem Pfad meine statischen HTML-Dateien oder sowas, wo die abgerufen werden können. Dann Ressourcen hinzufügen, Health-Checks, da komme ich später noch zu. Ja, die Konfigurationsdatei hatte ich gerade schon mal gezeigt. Zeige ich nochmal. Also man kann wirklich auch jetzt mit zwei Zeilen in der Konfigurationsdatei auch SSL konfigurieren. Legt sich irgendwie mit KeyTool einen selbst signierten KeyStore an. Sagt dem, wo das Keyfile liegt, da unten, KeyStore.js, und schon funktioniert es out of the box. Also es ist wirklich recht einfach zu konfigurieren im Vergleich zu anderen Anwendungsservern. Dann wird die Datenbank wird auch konfiguriert da drin. Ich habe halt hier, sage ich, möchte den HSQL JDBC-Treiber benutzen, Passwort, Benutzername, JDBC-URL und auch so weitere Properties von Hibernate. Und es funktioniert dann einfach. Logging wird dann noch konfiguriert und man kann auch noch eigene Konfigurationen dort ablegen, wenn man irgendwelche Sachen haben möchte. Also was ganz nett ist, diese YAML-Datei wird nachher auf eine Konfigurationsklasse gemappt. Da habe ich hier zum Beispiel, die leitet von der Konfigurationsklasse ab. Da habe ich hier zum Beispiel myConfigValue. Und dieser Wert wird dann beim Start des Anwendungsservers in die Instanz, die ich am Anfang übergeben bekomme, von dem Objekt reingeschrieben. So, das zur Konfiguration. Wenn ich jetzt möchte ich loslegen mit meinen REST-Ressourcen, die implementieren, also mit Jersey ist es ja alles schon sehr einfach geworden. Ein paar Annotationen an irgendwelche Klassen und Methoden dran machen. Und dann habe ich auch schon einen REST-Service. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diesen List-Ressource, die mir irgendwie alle Bücher in meiner Bibliothek ausgibt. Hier, dann lade ich die nochmal neu, da kommt dann JSON zurück.
alles recht einfach. Kennt ihr Jersey oder muss ich da noch ein bisschen mehr zu erklären? Also man sagt hier, die Klasse Book-Ressource soll unter dem Pfad Books erreichbar sein. Alles, was diese Klasse generiert, ist halt vom Typ JSON, also das, was wir gerade im Browser gesehen haben. Und jetzt hier habe ich eine Methode, wenn jetzt auf den Pfad BooksList ein GET-Request kommt, dann wird diese Methode aufgerufen und die gibt halt eine Liste mit Bücherobjekten zurück und die wird dann automatisch in JSON konvertiert. Und ja, wo die Liste herkommt, das zeige ich gleich noch. Das ist ja schön einfach. So, jetzt möchte ich mir meine Datenbank konfigurieren. Das habe ich gerade schon gezeigt. Einfach sagen, in der Konfigurationsdatei die Datenbankoption, dann brauche ich in meiner Main-Klasse noch dieses Hibernate-Bundle. Da muss ich konfigurieren, welche Entities ich alle persistieren möchte. Das ist jetzt hier die Buch-Klasse. Und ja, das war es dann auch schon. Dieses Hibernate-Bundle übergibt man dann nachher den einzelnen Restressourcen im Konstruktor und kann dann ganz einfach auf die Datenbank zugreifen. So, dafür gibt es, das ist auch recht einfach, dafür gibt es dafür erweitert man diese Abstract-DAO-Klasse von DropWizard. Und die hat schon jede Menge so Convenience-Methoden, dass ich einfach sagen kann, get und eine ID von einem Objekt, dann holt er mir das Objekt mit dem Primärschlüssel aus der Datenbank. Hier ist jetzt noch angegeben, welche Typen es sich handelt. Also ich möchte jetzt Bücher aus der Datenbank haben. Und ja, wichtig ist, wenn man halt eine DAO-Klasse in einer Restressource verwendet, dass man dann diese AddUnitOfWork-Annotation da dran macht, weil dann macht die Abstract-DAO-Klasse auch noch das ganze Datenbank-Session-Handling für einen. Also öffnet die Session, macht eine Transaktion auf und wenn die Methode mit der Restressource durch ist, wird die Transaktion wieder geschlossen. Also da mit dem ganzen Transaktionshandling, da braucht man sich auch keine Gedanken drüber machen, weil es alles ja so automatisch passiert. Wenn noch irgendwie Fragen sind oder es zu schnell, dann meldet euch einfach. So, Templating. Man kann, also DropWizard unterstützt Moustache und FreeMarker als Template-Engine. Also ich habe es jetzt auch nur für den Talk mir mal angeschaut, wie es funktioniert. Bin da, habe da selber eine andere Lösung, mit der ich lieber arbeite. Aber man kann auch solche Views anlegen. Also hier ist dieses Template, da einfach einfache HTML-Datei, wo dann irgendwelche Platzhalter für Autor und Titel drin sind. Wie bitte? Noch? Erzähle ich gleich noch. Also ich mache es lieber mit AngularJS und dann Bootstrap dabei. Ja, erzähle ich gleich noch was zu. Genau, da gibt es hier diesen BookView, der leitet einfach von der View-Klasse ab und er sagt dann und sagt hier, welches Template er verwenden soll. Also, ja, es hat bestimmt alles seinen Sinn, aber wie gesagt, es ist nicht mein Lieblingsvorgehen. Und
Ja. Und so sieht das dann aus, wenn das Template gefüllt ist. Ja, wie schon gesagt, ich mache es lieber anders mit Angular.js und kann das mal gerade im Browser zeigen. Ich habe hier eine kleine Oberfläche mit Bootstrap und Angular.js gebaut. Also hier kann ich einfach neue Bücher anlegen. Hier auf Add klicke, dann erscheint das auch direkt in der Liste. Kann es auch direkt wieder löschen. Also es, man sieht direkt, was passiert. Es ist, ja, weil die komplette Seite nicht neu geladen wird und es ist sehr responsiv, also man drückt auf den Knopf und es passiert auf der Seite direkt was. Und es ist auch sehr wenig Code, den man dafür braucht. Also ich, hier ist mein Angular.js-Controller. Gibt es eine Funktion, um die Bücher zu laden. Die wird am Anfang aufgerufen. Dann, wenn ich ein neues Buch anlege, macht er einen Post-Request mit dem Buch und aktualisiert die Liste mit den Büchern nochmal. Und ja, das Gleiche ist bei, wenn ich ein Buch lösche, dann wird hier noch die ID übergeben, welche gelöscht wird. Und ebenfalls die Liste aktualisiert. Das heißt, wenn ich auf den Delete-Button klicke, verschwindet das dann auch direkt aus der Liste. Ich finde es ein bisschen, ja, ist halt je nach Geschmackssache, was man lieber mag. Also es gibt Leute, die mögen keinen Angular.js oder finden dieses Browser-Templating nicht gut, aber ich mag es eigentlich schon ganz gern. So. Also DropWizard hat auch so Metriken und Health Checks, um ja, so, um die in Monitoring einzubauen, ob der Service jetzt noch richtig läuft, ob er irgendwie vielleicht zu viel Speicher verwendet oder irgendwelche Abhängigkeiten nicht erreichbar sind oder sowas. Und diese Health Checks, da gibt es auch eine Klasse, von der man ableiten kann. Und die wird dann immer mal wieder, je nachdem, wie das Monitoring eingestellt, aufgerufen. Da gibt man dann zurück, ja, Service ist okay, ist nicht okay. Auch eine schöne Sache, zum Beispiel, wenn man halt eine Abhängigkeit zu einem anderen Service hat, kann man halt prüfen, ist der andere Service erreichbar? Und gibt dann zurück, wenn er nicht erreichbar ist, hey, der Service ist nicht erreichbar. Und ja, dann sieht man im Monitoring direkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Genau, dann gibt es noch diese Timed-Annotationen, die man an die Restressourcen heften kann. Dann nimmt er für alle Aufrufe von diesen Ressourcen die Aufrufzeit auf, also wie lange hat es gebraucht, bis die Methode was zurückgeliefert hat. Ist auch ganz nett, um irgendwelche Performance-Probleme von Anfang an festzustellen. Kann man sich noch eigene Metriken machen, also mit diesem Histogramm zum Beispiel. Da habe ich jetzt bei einem Service, gibt es so ein über Websockets, über eine Websocket-Verbindung, fragt der Server halt immer mal wieder nach bei dem Client, ob er noch da ist, um die Websocket-Verbindung offen zu halten. Und die Antwortzeit wird dann in dieses Histogramm geschrieben. Und das kann sich dann auch über diese ja, Admin-GUI sich mal alles anschauen. Vielleicht zeige ich mal gerade. Keine HTTPS. So, genau. Da gibt es hier meinen Health-Check. Und er sagt, okay. Dann gibt es hier jede Menge Metriken, alles im JSON-Format. Dann müsste es auch irgendwo, ja, gibt
es nicht. Also da gibt es eine Menge an Informationen, die man irgendwie auswerten kann. So, was gibt es noch? Vielleicht kennt der ein oder andere unser Identity and Access Management OSIAM. Das ist halt ein recht schlichtes Identity Management, halt so eine Benutzerverwaltung, wo ich mir Benutzer anlegen kann und Authentisierung, Autorisierung gegen machen kann. Und da habe ich auch so ein Authentication-Modul für DropWizard geschrieben, für die REST-Ressourcen, wo ich halt bestimmte Ressourcen schützen kann, sage ich, da dürfen nur angemeldete Benutzer drauf zugreifen oder nur Benutzer, die eine bestimmte Rolle haben. Das Ganze funktioniert mit OAuth, das heißt, der Benutzer muss sich erst auf der OAuth-Oberfläche anmelden und dann beim Zugriff auf die REST-Ressourcen sein Access-Token mit in den Header schreiben. Und ja, umgesetzt ist das Ganze dann, dass ich bei den REST-Ressourcen sage, hier, diese ist restricted to, und dann kann ich eine Rolle, eine oder mehrere Rollen angeben, die nur auf diese Ressource zugreifen können. Das Ganze, also die OSIAM-Integration ist im Moment noch bei den OSIAM-Entwicklern. Ich denke, die releasen das auch, aber wer sich da interessiert, kann gerne mal nachfragen und dann, denke ich, wird es auch ein bisschen schneller gehen. So, was ist noch wichtig bei DropWizard? Es hat keine eigene Dependency Injection mit an Bord. Also man ist da frei, irgendwie Spring oder was anderes zu verwenden. Ich habe es jetzt bei einem Projekt mit Google Juice gemacht, das geht auch ganz gut. WebSockets kann man machen. Es gibt so ein paar Sachen, die das Testen von Services erleichtern. Und zwar kann man sagen, diese REST-Ressource muss genau dieses JSON zurückliefern und dann testet er es automatisch. Man kann recht einfach aus den Testklassen den Jetty-Server starten und dann die REST-Ressourcen aufrufen. Wem das nicht gefällt, DropWizard, der hat auch noch eine Menge an Alternativen. Da gibt es Spring Boot. Also ich habe das alles bisher noch nicht verwendet. Ich zeige es halt nur hier auf, was geht. Vertex ist vielleicht noch ganz interessant, also kann man in Java, aber auch, glaube ich, in anderen Sprachen programmieren. Redpack ist auch ein ähnliches Framework auf der JVM, genau wie Play. Oder wenn man halt mehr Groovy programmieren möchte, dann natürlich Grails. Also das sind jetzt alles Sachen, die auf der JVM laufen. Daneben gibt es natürlich noch viele andere Sachen, wenn man jetzt nicht unbedingt die JVM nehmen will, wie ja, Ruby on Rails oder irgendwie sowas. Aber ich habe mich jetzt mal auf die Java VM hier beschränkt. So, also hier mein Demo, jetzt kommen wir auch schon langsam zu Ende, mein Demo-Projekt gibt es auf GitHub. Könnt ihr euch gerne irgendwie mal klonen, forken, starren. Irgendwie sowas, würde mich freuen, wenn ich da irgendwie ein bisschen Feedback bekomme. DropWizard liegt auch auf GitHub, hat eine recht gute Dokumentation und wenn man da irgendwie Probleme mit hat, findet man auch schon recht viel auf Stack Overflow oder sonst irgendwie in irgendwelchen Foren. Nochmal ein Link zu OSIAM. Da noch ein bisschen Werbung für zu machen. Wie gesagt, das DropWizard-Modul kommt hoffentlich bald. Ich muss mit den OSIAM-Entwicklern nochmal sprechen, wann das denn soweit wird. Und ja, das war es auch schon. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was verstehen, nicht zu schnell.
Gibt es noch irgendwelche Fragen oder? Eine JAR-Datei. Also, ich kann das mal gerade zeigen. Das ist hier, da unten, DropBizApp-Demo 1.0 Snapshot-JAR. Und da, das sind 20 Megabyte, ist jetzt nicht mehr so micro, aber da sind wirklich alle Dependencies mit drin. Ich brauche dann keinen ClassPass mehr angeben. Ja. Also, ja. Der läuft gerade noch in der Entwicklungsumgebung und muss ich den mal stoppen. Moment. Irgendwas ist jetzt schief gegangen. Ja, ich starte nochmal in der Entwicklungsumgebung. Ja, gestartet. Frage ich, da ist ein Jetty oder ist Jetty nur ein Bibliothek? Nee, da startet ein Jetty-Server. Also, ja, die Konfigurationsdatei ist nicht mit dem JAR drin. Also die muss man auf der Kommandozeile angeben als Pfad zur Konfigurationsdatei. Die Frage, ob man hier rein irgendwie nicht konkret angegeben, da kommt jetzt raus, dass jetzt bei dem Buch war es aber angegeben, da kommt Dresden raus. Also ja. Ist da nicht möglich, dass irgendwie, ich sage, ich bin bei Google entweder als Dresden oder XML? Man kann da auch andere Sachen oder mehrere Sachen angeben, wie das Ausgabeformat ist. Das ist hängt im Prinzip von Jersey ab. Also okay. Da kann man alles verwenden, was Jersey auch kann. Gibt's auch Profile? Also kann ich jetzt in der Bilddatei auch sagen, ob jetzt in der Test oder Entwicklungsumgebung ist, oder das was meinst du da genau? Ja, also da müsste man dann eine eigene Konfigurationsdatei für haben. Also was noch ganz schön ist, weil man es auch aus der IDE starten kann, man kann es dann natürlich auch genauso aus der IDE debuggen und Breakpoints setzen und kann es wirklich, braucht dann nicht irgendwie den Tomcat und dann Remote Debugging oder sowas. Das geht auch alles aus der IDE raus, ganz einfach. Also da war jetzt die Frage nochmal nach Profilen, ob es irgendwie verschiedene Profile gibt für zum Beispiel verschiedene Datenbanken. Das würde man dann auch über die Konfigurationsdatei machen. Also weil die Datenbankkonfiguration ja komplett in der Konfigurationsdatei ist, einfach eine andere Konfigurationsdatei nehmen. Dann läuft das. Ja, es sollte ja, glaube ich, eine neue Version geben. Irgendwie. Ich benutze im Moment 0.6.2, also die schon etwas ältere Version. Da
weiß ich gar nicht. Also ich denke, es wird noch weiterentwickelt. Also es hat auch ja, eine Community, die es benutzt. Genau. Ja. Ja, es kommt von Yammer, die es ursprünglich halt, damit kommt es von Microsoft, aber ja, also Hintergrund, also Yammer ist so ein Corporate Social Network, die halt so ein Facebook für Firmen entwickelt haben und die wurden vor einigen Jahren von Microsoft aufgekauft. Und deshalb kommt DropWizard dann von Microsoft. Nee, das ist schon eine vernünftige Lizenz. Ich habe hier kein Internet. Ja. Nee, es ist schon eine brauchbare Lizenz, dass man es auch in eigenen Open Source wie kommerziellen Produkten verwenden kann. Ich habe es jetzt mit Java 7 verwendet. Ich weiß nicht, ob es darunter auch geht. Müsste man mal ausprobieren. Was? Ja, dann nochmal Werbung für den Vortrag hier nach über Microservices. Warum man das macht, warum man es vielleicht nicht machen sollte oder was man beachten sollte. Jetzt in einer Dreiviertelstunde bin ja doch etwas früher fertig geworden als gedacht. Dann vielen Dank fürs Kommen.